Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei der nächsten Folge Mutant Year Zero. Jo, nachdem wir beim letzten Mal den Koch befreit haben, der uns nicht so wirklich was gebracht zu haben scheint, widmen wir uns heute erstmal wieder dem Südwesten. Da haben wir auch noch ein paar Karten offen. Da schauen wir jetzt als nächstes hin und gucken mal, ob wir da noch ein bisschen aufräumen können. So, ja, Schloss der Lichter war eins, da könnten wir theoretisch schon hin. Wir gehen aber, glaube ich, tatsächlich erstmal Richtung Hammond. Weil, ich habe so ein bisschen im. Ui, das ist ziemlich feurig und düster hier unten. Ich meine, das ist vielleicht dann doch eher was fürs Endgame. Das heißt, wir müssen nochmal zu den Metallfeldern. Suchen uns dann nochmal den Übergang zu der nächsten Map. Und gehen da mal rüber. So, wir haben mittlerweile die Charaktere relativ weit ausgeskillt schon. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie lange das Ganze hier noch geht, das Spiel. Sieht auf jeden Fall noch so aus, als wenn wir auf der Karte noch ein bisschen Platz für weitere Missionen haben. Und wir haben hier noch links diese Level 65 Mission. Also, wenn es bis dahin geht, dann wird sich das noch ein bisschen ziehen. Wir sind jetzt bei 39. Gut, es geht mit einem Level Progress aber relativ schnell voran. Trotzdem denke ich, dass wir dann noch ein paar Momente brauchen werden. So, ist das jetzt hier? Ich kann mich gar nicht mehr richtig daran erinnern, ist schon ein paar Minuten her, wo wir jetzt in der Map waren. Ja, das war. Hatten wir da hinten nicht irgendeinen einzelnen Bot? Gehen wir da jetzt mal direkt lang. Ja, ein schöner Spaziergang über den Schrottplatz. Ich bin tatsächlich mal gespannt, ob er hier noch erfährt, wie das hier eigentlich passiert ist, dass die ganze Menschheit hier ausgestorben ist auf diesem Planeten. Also etwas detaillierter, ja. Also man hatte ja was von roten Pest und sowas schon gelesen oder mitbekommen, aber so wirklich aussagekräftig war das jetzt bisher, glaube ich, nicht. Oder ich war einfach bisher komplett ignorant, ja, und habe es einfach nicht mitbekommen wollen. Wer weiß, kann ja auch sein. So, wir haben eine neue Map, die Kultstätte. Kultur, Kultstätte. Schauen uns jetzt erstmal hier wieder ein bisschen um. Ob wir hier oben vielleicht schon mal irgendeinen Schrott oder was finden. Das klingt so abwertig, oder? Also, eigentlich ist Schrott ja was Gutes hier gerade. Ah, hier kam ich her, oder? Hier kam ich her. Ja. Na gut, dann gehen wir hier mal runter. Mal sehen, was uns hier erwartet. Medikit. Ja, mittlerweile haben wir ja wieder ordentlich was auf Lager. Das sah schon mal deutlich schlechter aus. Ich glaube, mittlerweile könnten wir sogar hier die halbe Welt damit versorgen. Ernsthaft, du kannst hier nicht drüber gehen.
Okay, es ist wieder einer von diesen großen Gehirntypen, von denen wir schon zwei Blatt gemacht haben. Möchte der dritte auch noch dran sterben, wenn es denn einer ist? So, wir decken jetzt erstmal die Ränder der Karte auf. Und vielleicht finden wir dann auch wieder irgendwas, was wir schnell mal rausnehmen können. Was haben wir hier? Oh, das ist ein dickes Lager. Sektenjäger. Was steht denn da für einer? Moment mal. Bushes, ihr bleibt mal hier. Ich will da jetzt mal kurz reinlunzen. Sektenjäger. Sektenpanzer. Sektenschamane. You had one job. Auch die haben Probleme. Ah ja, okay, hier haben wir schon mal einen Übergang gefunden. Da geht es dann wohl weiter zur nächsten Karte. Ja, dieses Kartendesign habe ich selbst eigentlich auch nicht so erwartet. Oh, ein Medbot. Der steht schön abseits. Ich befürchte, der wird das nicht überleben. Ah, da leuchtet noch was. So, schauen wir mal, ob er den. Kommt er wieder her? Ne, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Können wir noch eine kleine Ehrenrunde hier drin? Oh, da hinten ist. Ach du, da ist ja auch nochmal ein Sektenpanzer. Ah, jetzt fährt das Spiel hier nochmal diverse Geschütze auf. Ich bin da sehr gespannt, wie das hier mal ausschaut, wenn wir hier im Endgame sind. Tatsächlich so im letzten Level. Wahrscheinlich haben wir dann nur noch Schamanen und Sektenpanzer und. Oder die nächste Stufe jeweils davon. Setzen wahrscheinlich dann die ganze Map in Flammen, rufen irgendwelche Verstärkungsgeschichten noch dazu und. So, ey, hier können wir noch. Können wir hier hoch? Nein. Hier können wir dann später hoch. Bruder Lundgren. Na, wie viele Brüder haben wir denn? Ach, der Medbot kommt. Okay, passendes Timing. Speichern. Oh nein, ich hab das Ausschalten nicht dabei.
Das Ausschalten nicht dabei. Und über. Ja, dann machen wir es mit der EMP jetzt. Das ist mir jetzt auch egal. Kriegst du den Crit hin? Doch, come on. Ich ahne nichts Gutes. Okay, eine Runde haben wir noch. Wie sieht das aus? Jetzt ist Alarm, oder? Nein, jetzt ist noch kein Alarm. Gut. Das wäre gerade noch mal gut gegangen. Ich würde mir hier so ein bisschen bei dem Spiel ein bisschen mehr Interaktivität mit der Umgebung wünschen. Noch ein Sektenpanzer, ja. Was zum Teufel? So what's the big deal? Sacred mushrooms. Stupid Nova Sect. Phonies. Get this through your heads. The sacred mushrooms are not to be eaten. They can be used only for holy ritual. Okay. So, wenn ich das richtig sehe, haben wir jetzt drei Camps, die allesamt nicht ganz ohne sind. Sektenjäger, Sektenpanzer. How many times have I told you that the mushrooms are sacred tools for my mind, not yours? My mind is good mind, thick mind. Your mind is nothing. We need to get as much food as possible into the sanctum before the cleansing of the ark. Now get to work. Okay, vielleicht machen wir es mit dem Bruder. Das sieht für mich besser machbar aus als die anderen beiden Kollegen. Gehen ja Patrouille, ja? So, spinne mich auf. Ich speichere mal.
Hui. So hat es nicht gedacht. Der Bruder da wieder mit seinen 30 Hitpoints ist natürlich wieder ein starkes Wort. So. Okay, wir stehen jetzt zwei Einheiten. Was haben wir denn hier? Die Deckung ist. Das ist natürlich ganz praktisch hier. Haben wir auch die erhöhte Position? Da können wir nichts deaktivieren. So, und der hätte jetzt hier die Waffenreichweite. Plus den Sauerlauf. Stimmt, den habe ich ja auch noch. Moment mal. Der Sektenmensch hier patrouilliert. Und das gar nicht mal so unpraktisch. Noch einen kleinen Moment da bleiben könnte, wo er ist. Dann kriege ich den noch schnell. Das war nicht schlecht. Jetzt wäre die Frage, ich muss so einen außer Gefecht nehmen. Da wäre doch eigentlich. Ich übernehme, dann habe ich das Problem, dass der halt auch eine laute Waffe hat. Wir gucken mal, was passiert. Wo holen die erstmal fest?
Kisten. Ich das kombinieren. Mal schauen. Ja, das geht natürlich nicht. Jetzt haben wir Alarm, ne? So, das Schweinchen unnötig geopfert. Wow! Oh Gott. Ja, da kommt aber nur das andere Lager mit. Okay. Da kommt nur das eine Lager mit, nicht das zweite. Hier Entdeckung. Wenn ich dahin käme, könnte ich ja vielleicht von dort aus anrennen. Der wird wahrscheinlich auch alarmieren, gell? Ja. Oh Gott, ich stehe wieder komplett im Arsch. Das noch probieren. Okay, der brennt dann. Können uns hier mal Deckung geben. Das hilft.
Müsste jetzt halt sprinten. Ach komm, es ist jetzt daneben. Geht. Keine Ahnung, dass er auch rausschießen kann. Doch. Kann der was? Ja, der kann jetzt wieder was. Jetzt ist Schwein wieder weg. So nicht. So nicht. Das bringt nichts. Da müssen wir vielleicht tatsächlich erstmal draußen die anderen machen. Krieg ich. Da vielleicht was isoliert. Schmerzhafte Prüfung. Wie stehen die denn hier? Und die beiden stehen direkt nebeneinander. Aber den dritten sehe ich nicht. Der kommt hier. Steht auch wieder direkt daneben. Das Schweinchen links hat eine Träne an der Backe. Zum traurigen Schweinchen. Aber den kriegen wir mit 24 wahrscheinlich auch, oder nicht, ne? Es sei denn natürlich, ich könnte hier einmal anrennen. Ja doch, kann ich ja. Anderen würde funktionieren. Die drei hier kriege ich aber auch nicht. Oder kriege ich die mit einer Bombe weg? Einfach Granatenspam da hinten rein. Ich glaube, das ist Plan B. Die so auf einen Haufen stehen. Wenn ich mache 8, habe ich auf jeden so eine. Nee. Hat der noch eine? Der hat noch eine. Der wäre aber vielleicht auch nicht so verkehrt hier, ne? Die Konstellation könnte funktionieren. Oder hat er keine Silent-Waffe?
wir die Hitpoints, glaube ich, noch mit schnell. So, okay. Dann hat sie noch eine? Auch nicht. Puh. Also, da haben wir aber gerade keine Granaten. Also zwei. Halt, nein. Der hat keine. Sie hat welche. Pass auf, dann machen wir das jetzt so. Dann schauen wir. Dass die drei beieinander stehen. Vierundzwanzig. Die Frage, übernehme ich einen? Oder versuche ich einen zu übernehmen, der kommt? Ich meine, die drei könnte ich ja festnageln, wegbomben, eventuell. Oder halt zumindest. Und hier kommst du da vielleicht noch hin. Das geht. Wir probieren es. Polizei. Oh, come on, ernsthaft. Ah, ich hab doch hier. Ja gut, ja, da steht das Schweinchen wieder scheiße, oder? Oh, 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 oh. Okay. Ich
50, 75. Wie machen wir das Ganze? Ach, er gehört mir. Das ist ja Wahnsinn. Moment mal. Wo steht denn der hier? Ich heile mich erstmal. Jetzt hat er wieder Schilde. Das hat sogar funktioniert. Das ist ja der Knaller. So. Komme ich gar nicht hin gerade. Komme ich nicht hin. Das würde funktionieren. Okay. Der Dicke wird nur ein kleines Problem, glaube ich. Okay. Pass auf. Du lebst jetzt erstmal ab. Inklusive Schild. Ach, der ist weg. Ja gut, dann nutze ich den jetzt hier. Das einer geht wieder drauf. Ja, Magnus geht drauf. Ha! Magnus geht nicht drauf. So. Wir haben jetzt Random Peng.
Ja, wir brauchen jetzt so die volle Kanne Schieß-Action. Okay. Kriegen wir es vielleicht einfach gefinisht? Wir kriegen es gefinisht. Ach, herrje. Da war jetzt aber auch jede Menge Glück dabei, muss man mal ein bisschen dazu sagen. Ich hätte es nicht geglaubt, dass der andere da hinten automatisch stirbt.